Ja, herzlich willkommen bei abgeinfo.de. Wissen, was abgeht. Ja, alles neu macht der Mai. Und ihr seid hier richtig bei abgeinfo on air, der Podcast-Show. It's the summer highlight. Heute nun könnt ihr der ersten regulären Sendung von ABG Info on Air beiwohnen mit aktuellen Infos, News aus Altenburg und dem Altenburger Land. In der letzten Show haben wir euch ja schon einige Eckdaten zu unserem News- und Online-Portal genannt. Dies könnt ihr jederzeit auf abg-info.de unter dem Menüpunkt ABG Info on Air anhören und die Shownotizen durchlesen. Dort findet ihr dann auch die aktuellen Links zu sämtlichen in den Sendungen genannten Informationen und Partnern. Nun kommen wir aber zum wirklich wichtigen Inhalt dieser ABG Info on Air Sendung. Wir haben für euch wichtige aktuelle Nachrichten und Infos aus Altenburg und dem Altenburger Land zusammengetragen, aus dem Bereich Verkehr, Kultur und Freizeit, die Polizeinachrichten und natürlich Veranstaltungsausblicke. In dieser Woche fand der 10. Vorlesewettbewerb im Rathaus statt, unter dem Thema Geschichten mit Tieren. Mit dem diesjährigen Vorlesewettbewerb kann ein kleines Jubiläum gefeiert werden. Er findet nämlich bereits, wie schon erwähnt, zum 10. Male statt. Die Veranstaltung richtet sich wie jedes Jahr an die Schulen der Stadt Altenburg und des Landkreises Altenburger Land. Erstmalig wurde dieser Vorlesewettbewerb 2007 zum Märchenkongress von der Stadt Altenburg ins Leben gerufen und erfreut sich ja bei den Schülerinnen und Schülern der Grundschulen als auch Regelschulen sowie Gymnasien großer Beliebtheit. Seit einigen Jahren bietet das Ambiente des Altenburger Rathaus dafür auch den entsprechenden Rahmen. Verschiedene Themen standen in den letzten Jahren im Mittelpunkt, unter anderem Märchen, Sagen, Familie, Reise, Detektive und auch die Lieblingsgeschichten der Kinder und Jugendlichen. Des Weiteren möchten wir über die Bauarbeiten in der Leipziger Straße berichten. Dazu informiert die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Altenburg. Die Bauarbeiten der Leipziger Straße zur Verlegung neuer Gas- und Trinkwasserleitungen schreiten natürlich gut voran, auch wetterbedingt. Aus Sicherheitsgründen für den Verkehr und mit Blick auf die vor Ort Beschäftigten wurden in der vergangenen Woche Schilder aufgestellt, die die Geschwindigkeit im Baustellenbereich regeln. Und zwar dürft ihr jetzt nur noch 30 Stundenkilometer fahren. Die Straßenverkehrsbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung. Als nächstes wollen wir euch über folgende schöne Nachricht informieren, und zwar der gemischte Chor Altenburg erhält den Kulturpreis der Stadt. Der Kulturpreis wird in Abstand von 2 Jahren vergeben durch die Stadt Altenburg, und zwar für hervorragende und außerordentliche Leistungen auf dem Gebiet der Kultur für die Stadt Altenburg. Der ist dotiert mit 2.500 Euro und wurde 1998 erstmals vergeben. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28. April 2016 beschlossen, dass der diesjährige Preis an den gemischten Chor Altenburg e.V. geht. Die Empfehlung erfolgte davor durch den Sozial- und Kulturausschuss. Begründet wird die Wahl folgend. Der gemischte Chor Altenburg e.V. wurde 1976 als Betriebschor des VEB Altenburger Nähmaschinenwerke gegründet. Mit ihrem 40-jährigen Bestehen tritt die Sängergemeinde den Beweis an, dass sie über alle Stürme der Zeit hinweg fest zu ihrem Ensemble und der Leidenschaft mit ihrem Gesang anderen Freude zu bringen steht. Besonderes Anliegen ist dem Chor auch, die Menschen zu erreichen, die leider nicht die Möglichkeit haben, sich Konzerte anzuhören oder diese Konzerte auch zu besuchen. So überbringt das Ensemble regelmäßig mit Sonderkonzerten im Kreiskrankenhaus oder dem Magdalenenstift große Freude. Am 10. April 2016 feierte der Chor also nun sein 40-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert im Saal der Altenburger Brauerei. Sein Motto: Singen wäscht den Staub des Alltags von der Seele.
Und diesem Motto ist der Chor seit 40 Jahren treu geblieben. Nun für euch auch mal die bisherigen Preisträger des Kulturpreis der Stadt Altenburg: 1998 Professor Arturo Sörci, 2000 Altenburger Folklore-Ensemble e.V., 2002 Professor Peter Schnörbel, 2004 Medardus Höbelt, 2006 Dr. Felix Friedrich, 2008 Joachim Roth, 2010 Günter Witschurke, 2012 der Förderverein Altenburger Prinzenraub e.V., 2014 das Ehepaar Helga und Ewald Dressler. Eine weitere informative Nachricht für euch wird folgende sein: Die Instandsetzung der Fassade am Schloss beginnt mit einem Bürgerfest. Was sich viele Altenburger seit langem wünschen, wird in diesem Jahr wahr. Die Stadt sichert und restauriert die Hauptfassade des Residenzschlosses. Der Start der aufwendigen Arbeiten wird im Sommer sein, und zwar soll dann zu Beginn dieser Maßnahme ein kleines Bürgerfest steigen. In den letzten 25 Jahren konnten in Altenburg viele Kulturdenkmäler restauriert werden, unter anderem der Bahnhof, das Lindenau-Museum, das Mauritianum, die Roten Spitzen, Teile vom Landestheater, das Prinzenpalais im Schloss, aber auch einige Türme der Stadt sowie viele private Objekte. Das Bürgerfest soll nach dem Aufbau des Fassadengerüstes voraussichtlich am Freitag, dem 15. Juli 2016, unterhalb des Schlosses gefeiert werden. Neben den Informationen zum Bauvorhaben und einen offiziellen Startschuss soll auch ein kleines Rahmenprogramm sowie Essen und Trinken dieses Fest ein klein wenig schön gestalten, sage ich jetzt mal so. Und zwar wird folgende Fassade restauriert: Die Westfassade mit Blick zum Theater, also das sogenannte Corps de Logis, rund 1735 Quadratmeter Fläche, einschließlich Natursteinsockel und Erkertürme. Die Gewände werden gemacht von 80 Fenstern, und diese werden dann halt gesichert und denkmalgerecht restauriert. Nach dem Aufstellen des Spezialgerüstes erfolgen umfangreiche Arbeiten am Sockel, am Mauerwerk und am Putz. Die Kosten für das Großprojekt summieren sich aller Voraussicht nach auf ca. 1,35 Millionen Euro. Ja, soweit zur Instandsetzung der Fassade am Altenburger Residenzschloss. Das waren jetzt die ausgesuchten Nachrichten von uns für Altenburg. Kommen wir nun mal zum Altenburger Land. Die Kinder der Johanniterkitas aus Meuselwitz, das sind die Sonnenkäfer, und aus Lugga, das sind die Kleeblätter, stellten ihre Sportbegeisterung zum 19. Kitasportfest in der Meuselwitzer Schnaudertalhalle erneut unter Beweis. Traditionell nehmen die Johanniterkitas aus dem Altenburger Land die Einladung der Kreissportjugend Altenburger Land, kurz KSJ, auch immer wieder gern an. 18 Mädchen und Jungen der Kita Sonnenkäfer aus Meuselwitz und 30 Kinder des Kleeblattes aus Lugga stellten sich den zahlreichen Disziplinen des Wettkampfes. Man musste halt Geschick, Schnelligkeit und Ausdauer zeigen bei den verschiedenen Spiel- und Sportstationen, zum Beispiel wie Luftballon balancieren, Dreisprung oder Medizinballweitwurf. Der Ausrichter der Kreissportjugend Altenburger Land würdigte die Besten mit Urkunden, Medaillen und kleinen Geschenken. Ja, und mit großem Eifer und viel Freude bereiten sich die Kinder nun auf das 20. Kitasportfest im nächsten Jahr vor. Kommen wir nun mal nach Schmölln. Schmölln begeht dieses Jahr seinen 950. Geburtstag sozusagen. Schmöllner Besucher werden an den Einfallstraßen jetzt mit dem Schriftzug 950 Jahre Schmölln 1066 bis 2016 begrüßt. Der Landwirt Jörg Franke aus Schlosisch stellte der Stadt die Strohballen zur Verfügung. Jeder einzelne Strohballen wiegt übrigens über 400 Kilo. Alle Links zu den Infos und Nachrichten sind übrigens in den Shownotizen eingestellt. Den Link zur Show erhaltet ihr dann am Schluss dieser Sendung. Ihr müsst also nichts mitschreiben oder notieren, sondern braucht einfach nur zuzuhören. Weiter geht's. So,
nach unserem schönen Intro wird es Zeit für die nächste Runde. Ja, und nun für euch der Polizeibericht der letzten Tage. Wir haben für euch einige interessante Sachen herausgepickt und werden sie euch nennen. Die Links zu den verschiedenen Nachrichten, wie gehabt, in den Shownotizen. Der Polizeibericht wird übrigens präsentiert von Fahrenfetzt, eurer Fahrschule aus dem Altenburger Land. Nun kommen wir zu einem Einbruch in eine Tankstelle, genauer gesagt in der Gerraer Straße. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom Donnerstag, dem 28.04.23 Uhr bis Freitag, den 29.04.4 Uhr in das Tankstellengebäude in der Gerraer Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten aus dem Verkauf sowie Lagerräumen große Mengen Tabakwaren, Getränke und Elektrowerkzeuge. Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei Altenburger Land melden. Des Weiteren sind Körperverletzungen geschehen, und zwar in Schmölln. Die Polizei wurde am vergangenen Freitag in den Abendstunden gegen 22.10 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung nach Schmölln gerufen. Mehrere, teilweise alkoholisierte Personen waren auf dem Markt nach verbalen Streitigkeiten aufeinander losgegangen und hatten sich gegenseitig verletzt. Infolge der Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger und ein 41-jähriger Mann durch Schläge im Gesichtsbereich verletzt. Ein 31-jähriger Schmöllner wurde durch Tritte an der Schulter ebenfalls verletzt. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem sprach die Polizei mehrere Platzverweise gegen diese Personen aus. Jetzt kommen wir mal zu einer Verkehrsmeldung aus Meuselwitz. Und zwar flüchtete da ein Seat-Fahrer. Am Sonntag gegen 17.15 Uhr hatte ein 12-jähriger Junge die Absicht, in Meuselwitz die Altenburger Straße auf Höhe der Friedrich-Naumann-Straße mit seinem Fahrrad zu überqueren. Dabei wurde er jedoch von einem bislang unbekannten schwarzen Seat erfasst, so dass er zu Fall kam. Der Seat fuhr jedoch unvermittelt in Richtung Zeitz weiter. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und am Fahrrad entstand Sachschaden. Auch in Meuselwitz wurde ein Fahrradfahrer unter Alkoholgenuss erwischt. Durch Beamte der PI Altenburger Land wurde am Sonntag gegen 23.40 Uhr ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer auf der Straße von Meuselwitz nach Mumsdorf kontrolliert. Er fuhr sichtlich Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, jetzt haltet euch fest, von 2,46 Promille. Natürlich wurde dann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Gestern bekamen wir dann in den Polizeinachrichten folgende Mitteilung. Ein 33-jähriger Mann hat es bereits am Nachmittag zu einem beachtlichen Atemalkoholwert von 2,78 Promille gebracht. Dies führte dazu, dass der Mann augenscheinlich nicht mehr Herr seiner Sinne war und sich im Kreisverkehr Marstallstraße auf die Fahrbahn geworfen hat und lautstark um sich schrie. Natürlich wurden dann die Polizisten informiert und der Mann wurde anschließend zur Ausnüchterung in eine Klinik gebracht. Da fragt sich, ob man schon für den Männertag geübt hat. Und heute, ganz frisch reingekommen, eine Meldung aus Schmölln. In den Mittagsstunden des Dienstag stellte ein 81-Jähriger seinen PKW am Ziegengraben ab. Da er aber vermutlich vergaß, die Feststellbremse anzuziehen, rollte der PKW nach dem Aussteigen seines Besitzers plötzlich los. Der 81-Jährige bemerkte dies und versuchte, seinen Wagen mittels Körperkraft selber anzuhalten. Dies misslang ihm jedoch und er wurde zum Teil von seinem Fahrzeug überrollt. Anschließend stieß der PKW noch gegen ein parkendes Fahrzeug und ein Gartentor. Der 81-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Soweit nun zu den Polizeinachrichten für diese Woche. Kommen wir mal nun zu den sportlichen Aktivitäten. Da gibt es auch einiges zu berichten für euch. Und zwar, die Leichtathleten des SV Lerchenberg Altenburg starteten bei den ersten Bahnwettkämpfen in Schmölln und Gera sehr erfolgreich in die neue Wettkampfsaison und stellten dabei einige Bestleistungen. Vom Sportfest in Gera zum Beispiel, welches am 30.04.2016 war, kehrten die Altenburger mit sage und schreibe 22 Medaillen zurück, darunter 14 Goldmedaillen. Bereits vor einer Woche zum ersten Osterland-Meeting starteten 23 Altenburger Leichtathleten. Die erfolgreichsten Teilnehmer dort
Aus Altenburger Sicht waren Lennox Heimann und Lilly Teichert. Auch in Sachen Handball lief diese Woche wieder viel, und zwar die Frauen des SV Aufbau Altenburg feierten ihren Saisonsieg trotz Niederlage ausgiebig. Die Handballfrauen des SV Altenburg haben im letzten Spiel der Saison zwar noch eine Niederlage kassiert, am Ende hatten sie aber dennoch allen Grund zum Feiern. Bereits vor der Partie beim Tabellenzweiten aus Gispersleben wurde das neu formierte Team von Trainerteam Ronny Berbig und Antonio Rohr für ihre Saisonleistung mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Schließlich hatten die Altenburgerinnen uneinholbar, was vor dieser Spielzeit niemand, wirklich niemand, für möglich gehalten hatte, den ersten Platz in der Thüringen-Liga belegt. Dazu auch einen herzlichen Glückwunsch von ABG Info. Und jetzt nochmal für euch zur Information. Alle Links zu den Nachrichten, Infos und Veranstaltungen findet ihr dann in den Shownotizen. Den Link zur Show nenne ich euch dann am Schluss der Sendung. Ihr braucht einfach nur zuzuhören bei ABG Info on Air. Wissen, was abgeht. Nach dem Sport kommt natürlich nun die Kultur. Für euch jetzt einige Freizeittipps, soweit wir diese haben. Denn nicht alles bekommen wir zugeschickt. Deswegen nochmal ein Aufruf an Veranstalter. Schickt uns eure Veranstaltungen, Events zu. Wir veröffentlichen die dann nach Prüfung. Unser Kontaktformular findet ihr auf unserer Seite. Ihr könnt uns auch bei Facebook anschreiben. Beginnen wir mal mit dem ersten Event. Und zwar im Sachs-Schmölln am 6.5. geht Celebrate Law vor 1 Euro. Heute feiert ihr richtig günstig mit Facebook-Zusage. Zahlt ihr bis 23 Uhr nur 1 Euro Eintritt. Außerdem gibt es viele verschiedene Getränke für nur 1 Euro. Im Main Floor ist LA und im Beach ist DJ Otto. Die nächste Veranstaltung ist von Big Extra, und zwar am Samstag, den 7.5. in der Music Hall. Die Veranstaltung nennt sich Black Box. Eintritt ist ab 22 Uhr. Tickets kosten bis 23 Uhr 4 Euro und ab 23 Uhr dann 6 Euro. Eintritt ist frei für alle Ladies bis 23 Uhr. Auflegen tut für euch dann der DJ Six Style. Und dies ist dann auch die letzte Veranstaltung vor der Sommerpause. Auch das Schlossmuseum informiert. Und zwar gibt es sonntags wieder eine spezielle Führung. Diese Woche zum Muttertag könnt ihr folgende Führung erleben. Um 14 Uhr stellt der Restaurator Mario Gavlik das Gemälde zur herzoglichen Familie vor. Die Sonntagsführung kosten 3 Euro Eintritt pro Person. Es muss sich nicht angemeldet werden und Treffpunkt ist immer die Museumskasse. Vielleicht ist es ja ein Muttertagsgeschenk für euch und danach könnt ihr mit euren lieben Müttern schön Kaffee trinken gehen in Altenburg. Ja, das wäre doch was. Das Wetter soll ja eigentlich ganz gut werden. Sonntags ab 18 Uhr ruft übrigens auch der Posaunenchor wieder zum Turmblasen. Dies ist eine schöne Tradition, an der sich auch immer wieder viele Altenburger erfreuen. Und zwar am Nikolaikirchturm ab 18 Uhr. Weitere Infos und Tipps, wie gehabt, immer bei abginfo.de lesen. Und zu guter Letzt haben wir heute noch ganz frisch zwei Straßensperrungen für die nächste Woche reinbekommen. Und zwar ist der Franzosengraben bis Juli gesperrt. Details jetzt. Aufgrund der Verlegung einer Trinkwasserleitung kommt es in der Zeit vom 9. Mai, das ist der Montag, bis voraussichtlich zum 8. Juli zur Vollsperrung des Franzosengraben. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Ebenfalls nächste Woche ist die Teichstraße einen Tag gesperrt. Der Grund ist eine Kranstellung zur Anlieferung von Betonelementen. Die Sperrung erfolgt am Dienstag, den 10. Mai, über einem Tag halt. Das betrifft die Großbaustelle der AWG. So, liebe Leute, und da sind wir schon am Schluss dieser Sendung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Feedback gebt ihr bitte unter den Shownotizen in den Kommentaren, was euch gefallen hat, was ihr gerne noch drin haben wollt und so weiter und so fort. Und jetzt der Link zu den Shownotizen. Gebt einfach in eurem Browser ein www.abg-info.de/show2. Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende. Euer Uni.
Highlight.